So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Wir sind wieder am Start und ich habe sehr, sehr viel mit der Grafik, mit den Einstellungen rumgespielt, sehr viel probiert. Was war das Ergebnis daraus? Naja, egal was man macht. Es ist einfach nur so. Wir können einstellen, was wir wollen, aber die Framerate, die verbessert sich einfach nicht. Egal, was du damit machst, aber ich will nicht, dass der Mann, den ich liebe, mit Puppen spielt. Soll das ein Witz sein? Ich hab genug davon. Geh bitte, geh jetzt. Ich will dein Gesicht hier nicht mehr sehen. Das ist... Hast du gehört? Okay, da geht's schon ab. Die Streitigkeiten in der Welt halten sich also auch auf. So, also wie gesagt, ich habe mit der Grafik probiert... Bin jetzt letztendlich bei irgendwelchen Einstellungen hängen geblieben. Und wir könnten aber nochmal schauen. Also prinzipiell, die Grafikqualität ist jetzt auf hoch eingestellt. Wenn ich jetzt hier automatisch erkennen mache, dann kommt halt das Ambient Conclusion dazu. Kann ich ja auch übernehmen. Ich hoffe, dass das irgendwas verändert. So. Wir suchen uns ein schönes Auto und ich habe mein Lieblingsauto schon. Ihr kennt es alle. Das ist das, was da drüben steht. So. Uns gehören alle Autos der Stadt. Ja, und die Framerate, die liebt uns wieder. Okay. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aha. So. Okay, ist das jetzt durch die Bewegungsunschärfe oder warum ist das jetzt so? So, versuchen wir mal mit dem Auto vorwärts zu kommen. Leute, Leute, ich sag's euch, das schaut ja mal genial aus. Also, ich muss sagen, das Spiel läuft so flüssig wie noch nie in meinem Leben. Okay. Also... Wir können nur hoffen, dass das Spiel jetzt nicht allzu groß zickt. Wie es aber ausschaut, schaut es nicht gut aus. Also beides, die Framerate und das Spiel. Naja, wir haben es versucht, aber... Was soll man machen? Da wäre der Weg gewesen. Oh ja, also wir können voll gut Auto fahren und so. Wir kommen immerhin noch rum, ohne unser Auto komplett in den Wahnsinn zu fahren. So. Ja. Wir müssen jetzt irgendwie über See kommen. Okay, und was wir dafür machen, ist umparken. So, also nachdem wir extrem scheiße gefahren sind... Und extremst scheiße noch dazu. Schaut unser Auto nur noch brillanter aus. Brillanter als je zuvor. Unser Auto. Präsentiert von unserem Auto. So. Dann schauen wir doch mal. Yeah. Dieses Schild ist rassistisch. Ach, egal. Ich weiß nicht, was da dran stand. Aber es ist lustig. So. Wir haben schon ein bisschen Speed drauf. Wir müssen ja noch ein bisschen weiter auf dieser Straße fahren. Und rammen das erste Auto. Oder auch nicht nur das erste. Okay, Leute, ihr seht, was ich mit unserer Super Framerate gemacht habe, nichts. Also ich habe echt viel versucht, aber es hat viel zu wenig gebracht. Also so mal gegen gar nichts. Und ich frage mich ganz ehrlich, egal was ich einstelle, wieso bleibt die Framerate eigentlich ziemlich identisch? Gut, die Grafik verändert sich halt, aber jetzt auch nicht so, wie ich es erwartet hätte, dass man bei niedrig wirklich niedrige Einstellungen hat. Es schaut dann schon niedriger aus, aber naja.
Naja, egal. So, wir sind hier bei unserem Missionsziel. Und unser Auto schaut genial aus. Ah, nutzt sein Geburtsdatum als Passwort. Neue Sehenswürdigkeit in der Nähe. Ihr beiden solltet öfter was zusammen unternehmen. Ach, irgendwelche Freizeiten. Ah, okay, das ist dieses Center. Ja, ist mir jetzt aber relativ egal, was es mit diesem Center auf sich hat. Ich möchte ja weiter in der Story kommen. Und dann machen wir vielleicht mal wieder so ein Spiel wie mit dem Panzer. Das war echt witzig. So. In die Schale geworfen. Oder in Schale geworfen, auch ohne dass die... Ja. Hey, ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Genieß es, solange du kannst. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich meinte ja nur, dass es nicht super war. Nichts Persönliches. Fühlt sich aber persönlich an. Sei nicht so aggressiv. Du hast gefragt, ich sagte nur... Ja, ich hab's doch verstanden. Okay, ein Bankkonto haben wir wieder gefunden und jetzt gehen wir auch in die Mission, denn wir wollen ja in die Mission. Halen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert, mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sag Jody, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Pierce. Aiden. Never again! Smith! Oh ja. So macht das ein geschickter Kerl. Also, das war jetzt eine der besten Cutscenes, fand ich. Also, mir hat die Cutscene gefallen. So. Dann schauen wir doch mal, was uns so erwartet, eh umsehen. Ich hab's dir gesagt, Mann. Du wirst es erst finden, wenn es dir zwischen den Schulterblättern steckt. Ja, ja, jetzt rein da. Ich bekomm 20 Minuten Prügel, Scheißkerl. Heul nicht rum. Da ist wohl eine Kamera. So. Das... gefällt mir. So, okay. Da oben steht auch noch einer. Wir müssen das hier irgendwie in Sichtfeld haben. Das heißt, irgendwie muss ich gerade an Splinter Cell denken, gerade. Haben wir noch einen Systemschlüssel? Mann, dreh dich wieder anders hin. Abgefangenes Audiolog. Hören wir uns das mal an. Ich habe was Interessantes gefunden. Etwas namens Bilwether. Ich weiß noch nicht viel darüber, aber der Name tauchte bei meinen Recherchen zum Merlot-Job auf. Es scheint ein Code innerhalb des CTOS zu sein. Bilwether. Der Begriff wird meist für Zukunft. Meine Neugier haben sie geweckt.
Ja, das freut mich. Okay, hier ist eine Schwachstelle. So, dann müssen wir uns mal umschauen, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Ah, da zu hacken, das ist echt... Ah, wir sind also jetzt in der Kamera gefangen. Ah, toll. Und wir haben uns... So, wir müssen also was auf Etage tiefer finden. Das ist unsere Schwachstelle. Da geht ein Schütze entlang. Ja, ist nicht so einfach, ne? Also im Prinzip müssen wir da unten irgendwie rein. Ah, verdammt. Dreh dich halt nicht weg. Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, der da unten macht anscheinend auch interessante Dinge. Okay. Ah, da ist die Kamera. Können wir mal hacken. John, ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Okay. Oh, verdammt, wir wurden entdeckt. Tja, so schnell kann's gehen, dann werden wir wohl doch nochmal eingespielt. Ich dachte eigentlich, die wollten den Verlauf der Mission immer so machen, dass man nicht so schnell scheitern kann. Sondern dass sich halt dann der Verlauf der Mission verändert, aber irgendwie kommt's mir dann doch ein bisschen schlauchig vor. Bisschen. Kleines bisschen. Also, ich weiß ja nicht... Ihr konntet euch wohl nicht einigen. Ah, wir müssen einmal eine Etage tiefer. Brillant. Okay. Von hier aus sieht uns nichts. Macht die Sache auch nochmal extrem einfach. So. Ah, verdammt. Kriegen wir den weg? So. Ah, der geht jetzt. Okay, nichts wie runter. Schade, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Oh. Ja, brillant. Brillant. Okay. Also, wir müssen... das komische Teil in 40 Metern erreichen. Okay.